Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Ja, Zettel ist heute voll. Als erstes muss ich gleich eben Heu aufladen zum Wegbringen. Dann habe ich schon einmal Presse nachgeguckt. Ich musste da eine kleine OP dran unternehmen. Und zwar war eine Schweißnaht etwas angerissen. Und zwar hier von diesem, ja, weiß nicht, wie nennt man das? Abstreifer. Jedenfalls hier sitzt ja der Rotor. Und hier sitzt die Messer zwischen. Und von diesem Träger oder Eisen, wo die Finger so zwischen gucken, da war hier an der Ecke so ein bisschen das angerissen, habe ich gesehen. War nicht allzu schwierig. Hier sind zwei Schrauben auf jeder Seite. Die kann man eben rausschrauben. Diese hier, die beiden rausschrauben, auf der anderen Seite auch. Und dann kann man das ganze Gestell einfach nach hinten rausziehen. Eben einmal, ja, neue Schweißnaht drauf. Und auch alles wieder zusammen, hier eben schon laufen lassen. Schlägt nirgendwo gegen, alles gut, schön leise. Dann kann es damit weitergehen, denn wir haben ja noch erst einen Schnitt liegen, den ich normalerweise heute pressen wollte. Ja, ist schon relativ spät heute, 17 Uhr eigentlich wollte ich jetzt gleich losfahren. Allerdings haben die jetzt auf einmal so ein bisschen Regen da reingepackt, nicht viel, so ein Millimeter. Und die Flächen sind ein bisschen weiter weg, deswegen bin ich jetzt gerade am überlegen, ob sich das überhaupt lohnt, dahin zu fahren. Ja, morgen Vormittag ist noch trocken, ja, irgendwie schlecht. Hier so 18, 19 Uhr soll das dann losgehen. Und morgen sollte das eigentlich alles weg sein. Da gibt es nämlich auf einmal 40 Liter und danach ist wieder trocken. Aber die 40 Liter, ja, ob die kommen, weiß man auch nicht. Auch erst nachmittags, vielleicht gehen die auch schon weg. Die waren vorher für vormittags angekündigt. Ja, mal gucken. Ja, Heu ausliefern, Heu aufpressen und Mischstreuen hatte ich angemeldet. Ein Mischstreuer und Träger zum Aufladen hatte ich angemeldet. Dann wollen wir den Mischhaufen da einmal wegstreuen. Ich habe da einen älteren, der schon gut kompostiert ist. Den wollen wir dann einmal aufs Grünland durchstreuen. Und den anderen wollte ich auf dem Streuer laden und dann gleich wieder im Grunde ohne Fahren wieder rausdrehen, dass sich das einmal nur alles schön durchmischt und ein bisschen Sauerstoff reinkommt, dass er dann noch, ja, bis Frühjahr wahrscheinlich dann da liegen bleibt und noch ein bisschen besser zersetzt. Und den streue ich dann im Frühjahr aus aufs Grünland, dass es sich dann besser zersetzt. Wollte ich mal ausprobieren, weil wenn das nur so Späne von der Pferde gewesen wäre, dann wäre es alles nicht so schlimm gewesen. Aber ja, auch mal ein bisschen längeres Heu und mal ein halber Rundballen, was da mit drin liegt. Und wenn das oben auf den Stoppeln liegt, fand ich nicht ganz so schön. Deswegen wollte ich das mal ausprobieren, quasi wie so ein Kompostmischer. Der rührt das ja auch einmal durch, beziehungsweise das macht man ja, weiß nicht, alle 4 bis 6 Wochen, glaube ich. Dass man die richtigen Kompostmieten dann durchmischt, dass der Sauerstoff reinkommt und die Rotte in Gang kommt. Und das wollte ich dann quasi in klein einmal mit dem Mischstreuer durchdrehen und auch mal versuchen, ob das was bringt. Ist ein kleiner Test. Wenn nicht, macht man das anders nächstes Jahr. Dann kommt das so im Herbst gleich auf den Stoppeln ganz dünn. Dann ist es im Frühjahr auch weg. Das wollte ich einmal ausprobieren. Aber das habe ich auf jeden Fall angemeldet. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir selber einen Streuer leihe und selber auflade. Aber ach ja, 6.11er ist immer noch in der Werkstatt leider. Also nicht in der Werkstatt, sondern wir warten auch auf den TÜV-Prüfer. Der hatte leider die Reifenfreigabe noch nicht alles eingetragen, dass wir den anmelden konnten. Sonst hätte ich jetzt auch mit dem 6.11er gepresst, deswegen steht der GT jetzt vor der Presse. Da warten wir noch drauf. Von daher habe ich jetzt auch nicht wirklich einen Träger zum Mischstreuer ziehen. Ja, und zum Aufladen, GT würde gehen, aber ist auch irgendwie alles Murks. Vor allem, wenn da doch so ein bisschen mooriges Loch ist, dann bist du mit dem schnell weg. Deswegen kam, habe ich gesagt, sollen die das alles machen. Dann habe ich zumindest 2 Finger frei zum Filmen und Drohne fliegen. Und das sind ja auch nur 3-4 Streuer, dann ist das ja alles Geschichte. Bis ich das dann alles hergeholt habe und wieder weggebracht, dann könnt ihr jetzt auch eben alles in 1 fertig machen und gut ist. Ja, dann fangen wir erstmal an mit Heu aufladen, würde ich sagen. Das wird doch schon mal wegkriegen. Und dann gucke ich gleich mal, wie sich das Wetter entwickelt, ob ich gleich noch losfahren kann zum Aufpressen. Oder was das Wetter so sagt. Also ist sowieso nur ein Streuheu. Aber trocken gepresst werden muss es ja trotzdem auf jeden Fall. Mal gucken, und wenn das gar nichts wird, dann muss ich mir überlegen, was wir damit machen. Dann kommt auch irgendwie auf den Mischstreuer und weg. Oder gleich da auf der Fläche mit dem Feldhäcksler einmal rüber, ganz kurz häckseln und in die Luft pusten. Hauptsache, dass die Schwaden da wegkommen. Das ist nämlich auch nicht mehr das tollste Gras. Und ja, Futter kannst du da nicht draus machen. Von daher einfach weg und gut. So, dann mal los. Ich hoffe, ich kriege das alles einigermaßen gefilmt. Ich habe nämlich noch keine neue GoPro, wer es nicht mitgekriegt hat. Im letzten Vlog habe ich erzählt, dass meine GoPro eine Reise in der Waschmaschine mitgemacht hat. Und seitdem ja, piept die nicht mehr beim Anmachen und hinten das Display geht nicht mehr. Von daher kann ich auch nicht genau sehen, wie ich filme.
Das ist dann so ein bisschen Abschätzungssache jetzt im Moment. Daher hoffe ich, dass das einigermaßen passt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die hier erstmal einschicke, ob man die reparieren lassen kann oder ob ich mir eine neue kaufe. Nächstes Jahr, im Frühjahr glaube ich war es, gibt es hier eine neue GoPro, aber ach, weiß ich auch nicht. Ob ich bis dahin ganz warten will und ob sie das lohnt, die letzten neu veröffentlichten GoPro, war ja auch irgendwie nicht so das Allerneueste, dass man zuschlagen musste, hatte ich zumindest das Gefühl. Ja, von daher, mal gucken, was ich mache. Aber so kann es auf jeden Fall nicht bleiben. Ich hoffe, dass die Tonqualität einigermaßen ist und die Linse auch nicht irgendwie was abgekriegt hat, dass da Wasserblasen drin sind. Aber letztes Mal beim Schneiden sah es ganz okay aus sogar. Mal gucken. Dann müsst ihr halt diesen Vlog zumindest einmal so durchhalten. Ja, hat er jetzt aufgenommen? Weiß ich nicht. Red einfach alles nochmal. Es regnet. Warum? Weiß ich nicht. Im Wetterbericht stand nichts von Regen. Nervt mich jetzt gerade erstmal wegen dem Heu, wobei das gar nicht so schlimm ist, ist ja nur so ein bisschen Einstreuheu, zur Not kommt das mit dem Feldhäcksler einmal wieder aufs Feld und weg mit dem Kram, das ist auch nicht viel. Blöder finde ich das, weil ich jetzt ja gleich Mischstreuen will. Die Jungs kommen mit dem Mischstreuer ungefähr in einer Stunde. Eigentlich hatte ich das so geplant, dass wir das vor dem Regen alles einmal wegkriegen, weil das halt Moorflächen sind. Und dann kann das noch mal ein bisschen weicher werden, wenn du mit einem großen Streuer darüber fährst. Deswegen wollte ich gerne vor dem Regen streuen und dann... Ja, nachher der Regen rauf wäre ganz gut gewesen, dann wäre das alles ein bisschen in Stoppeln eingewaschen. Ja, aber das ist ja nicht mal hier ein kleiner Schauer, den man nicht vorhersehen konnte, könnte, sollte, weiß ich nicht. Also gefühlt stimmt der Wetterbericht überhaupt nicht mehr. Für die nächsten Tage sind zwar wieder Sonne angesagt. Weiß nicht, ob ich das heute dann wegkriege und ob da überhaupt Sonne kommt. Wir werden sehen, aber das nervt mich gerade ziemlich, muss ich sagen. Ja, nach einigen Litern mehr muss ich da mal eben hinfahren zur Fläche, ob das jetzt überhaupt mal Sinn macht zu streuen. Oder ob wir lieber da noch warten. Ich meine, das kommt auf den Tag jetzt nicht drauf an, wobei das natürlich schöner wäre, wenn das in nur kurzen Stoppeln reinkommt. Aber wenn die ganzen Namen jetzt kaputt wühlen, wollte ich jetzt auch nicht. Deswegen muss ich da mal eben hingucken, ob das Sinn macht, dass wir da jetzt noch streuen. Mal gucken, ich nehme die Schaufel schon mal gleich eben mit. Fahre da mal eben einmal mit dem Weidemann rüber, wie die Befahrbarkeit da jetzt so ist. Ich habe noch gar nicht in Regenmesser geguckt. Aber ein paar Liter kamen wir jetzt schon wieder. Oh nein, vorwärts bitte. Nervig. So, eben einmal. Die können hier bleiben. Sehen wir das Krokodilgebiss gleich mit. So, das ist hier schon mal der Haufen, den wir eigentlich nur umsetzen wollen. Hier hatte ich gestern Abend noch ein, zwei Rundballen ausgerollt. Ja, die waren glaube ich vom letzten Jahr, die nicht mehr schön waren. Die nicht zum Verfüttern taugten, die habe ich hier einmal vor weggerollt und hier einmal mit über hingeschoben. Und ja, sowas kannst du halt nicht aus Grünland streuen. Unten runter ist relativ verrotteter Mist schon, aber dass wir das einmal bisschen zusammen mixen und verrühren, dass auch in die Luft reinkommt, dass das noch besser sich zersetzt. Und dann streuen wir das, wie gesagt, im Frühjahr aus. Und da, wo der Haufen jetzt hier liegt, fange ich dann den neuen an mit Pferdemist. Und ich denke mal, so ist der Plan zumindest, den streue ich im Frühjahr auch aus, dann allerdings auf dem Kartoffelland. Da ist das ja nicht so schlimm, weil da ein paar gröbere Dinge mit bei sind. Schiebe ich nochmal eben einmal kurz auf hier. Aber hier kann es auf jeden Fall fahren, also den können wir auseinander machen, aber ich gucke gleich mal, wie das bei dem anderen aussieht. Da könnte es ein bisschen kribbeliger sein. Aber das wollen wir eigentlich ja alles in eins machen. Für das bisschen lohnt das ja nicht, dass sie zweimal hierher kommt. So, hier liegt noch so ein kleiner Haufen. Ich glaube, ich nehme gleich auch mal die andere GoPro mit. Ich habe noch eine 9er im Schrank liegen. Das ist für mich zum Filmen doch angenehmer. Dann sieht man zumindest mal eben, wie viel Akku die GoPro noch hat und ob sie aufnimmt und alles richtig läuft. Mit einem ganz schwarzen Bildschirm hier hinten ist das irgendwie nicht ganz so geil, würde ich sagen. Das sollte aber nicht alles gut durch den Streuer kriegen, denke ich. Ja, dann fahre ich mal eben schnell zum anderen Haufen und dann gucken wir. Ja, der andere Haufen liegt da in der Ecke. Wer sich daran erinnert, das war letztes Jahr da, wo wir das Gras abgedreht haben, was wir mit dem
Ladewagen eingesammelt haben mit dem HSD. Das haben wir da ja abgedreht und das ist schon wirklich gut verrottet, muss man sagen. Das ist wirklich nur noch Erde. Ich muss mal gucken, wie viele Wagen das werden. Ansonsten soll es auch nicht hier einmal gestreut werden, weil hier relativ viele Binsen wachsen, dass hier ein bisschen mehr Nährstoffe hinkommen. Und auf die Fläche sonst auch noch. Und ja, wir müssen mal gucken, wie das Streubild nachher aussieht. Fläche habe ich auf jeden Fall genug, das kann es auf 10 Hektar hier verteilen. Also das sollte wohl gehen. Ich schiebe das hier mal eben einmal auf. Also hier ist so der schlimmste Punkt, wo der jetzt liegt. Aber das sollte alles gehen hier von der Befahrbarkeit, wenn ihr die Narbe nicht groß aufreißen. Ich schiebe die mal eben ein bisschen auf, dass ihr von innen mal eben gucken kann, wie gut der zerrottet ist oder verrottet ist. Das ist eigentlich wirklich schöne. Oh, da ist noch so ein bisschen, aber. Ja, ganz unten drin kann man da noch so ein bisschen Reste erkennen vom Gras, wo halt nicht viel Luft reingekommen ist. Da verrottet das dann halt schlecht, da hast du sowas hier noch mit drin. Deswegen müssen wir das schön dünn ausstreuen, aber oben drauf ist das halt alles schon richtig reell Erde, da ist gar nichts mehr mit los. Beziehungsweise schon alles richtig zersetzt, das ist schön. Eigentlich ist das, denke ich mal, der ganze Haufen so, dass da ziemlich Erde drin ist. Aber den Kram hier unten müssen wir mal gucken, dass wir das schön dünn auseinanderstreuen. Ansonsten ist es wirklich nur Erde. Deswegen, so will ich es eigentlich gerne haben fürs Grünland. Ich meine, habe ich auch schon gemacht, richtig Mist aufs Grünland. Aber wenn es so ziemlich Erde ist, dann ist es doch irgendwie schöner, finde ich. Kleines Experiment. So, gut. Aber ich denke mal, dass wir hier noch fahren können. Da ist so ein kleines Moorloch. Da müssen wir nicht unbedingt rein mit dem Streuer, aber ansonsten sieht das gar nicht so schlecht aus hier, glaube ich, von der Befahrbarkeit. Heute Abend soll noch mehr Regen kommen. Brauchst du nämlich auch nicht mehr hin. Ja, dann machen wir das jetzt hier alles in eins und fertig. Und ich habe hier auf dem anderen Ende noch mal einmal schnell gebuddelt, aber das ist wirklich alles schön zersetzt. Das ist gut. Und auch viele Würmer drin. Also die mögen das hier scheinbar. Da sieht man dann auch nichts mehr von der Späne, wobei nur ganz bisschen halt, was am Rand lag. Alles gut. Aber Engerlinge sind hier, volle Pule. Oh, und wie viele? Ja. 1, 2, 3, 4 dicken Maikäferlarven. So, Kolonne Scheißeschmeißer ist hinter uns. Mal gucken, ich hoffe, dass sie gleich da durch Einfahrt kommen. Die ist nämlich nicht allzu die größte. Bin gespannt. Sonst nehmen wir eine Einfahrt früher, aber irgendwie kriegen wir die ja schon rein. Das ist doch so schöner mit dem Aufladen, denke ich, als mit dem GT oder Weidemann. Der läuft da ein bisschen besser über hin, als wenn ich mit meiner kleinen Popschaufel da dreimal fahren muss. Das hat er in einer Schaufel jetzt drin. Das ist doch schöner, so denke ich, zum Aufladen. Dann rührst du nicht alles kaputt da. Denke ich, was, wenn die Wagen nicht ganz so voll machen, 3 Wagen oder so, vielleicht 4, dann ist das schon weg hier.
Das sieht doch ganz gut aus. So, wir kommen hier, nicht, dass wir noch einen Stein hier an Kösel kriegen. Boah. Und dann gucken wir gleich mal das Streubild an. So, dann schauen wir mal. Das sieht aber gut aus. Das gefällt mir so. Nicht zu dick. Das wächst ja schön rein. Und wenn es einmal regnet, dann ist es alles schön drin. Oder wenn man jetzt nochmal irgendwie einmal mit dem Striegel durchfährt, dann ist das auf jeden Fall alles schön weg. Das sieht gut aus, da bin ich mit zufrieden. Aber ich muss sagen, so ist auch irgendwie entspannter, als wenn man selber fährt. Zugucken macht mehr Spaß irgendwie als selber fahren. Jetzt zumindest. Früher, da konnte ich auch nicht vom Trecker runterkommen, aber mittlerweile bin ich mal ganz froh, wenn ich da eine Stunde nicht drauf sitzen muss. So, dann fangen wir mal bei Luki Spezialauftrag hier an. Ja, mal gucken, ob das gut ist oder ob das Blödsinn ist, was wir hier verzapfen. Ohne ausprobieren findet man sowas nicht raus. Aber ich hatte eben gefragt, ob die so einen Auftrag schon mal hatten, einfach auf Mischstreuer und mehr oder weniger am gleichen Platz wieder rauslassen in die große Miete. Nö, haben sie noch nie gemacht. Mal gucken. Aber wie gesagt, Ziel ist eigentlich, dass wir das alles ein bisschen vermischt kriegen, oben den ganzen Heukram und unten drin den guten Mist, was da drin ist und dass da ein bisschen Luft reinkommen, dass wir das homogenisieren und Sauerstoff reinkriegen, dass sich das besser zersetzt. So wie das eben, was wir da ausgestreut haben, das hat mir ganz gut gefallen. Das war ja auch ja, gut zersetzt, dass er schön in das Stoppeln vom Grünland reinfällt. Dann gucken wir gleich mal. Die machen erstmal eben voll den Streuer und dann da hinten ein paar Meter weiter abdrehen. So, Klappe ist jetzt hinten auf. Ja, Streuteller laufen jetzt halt mit, deswegen relativ wenig Drehzahl. Und machen wir das hier mal schickweise hoch. Mal gucken. Aber funktioniert ganz gut. Wir müssen mal gucken, dass wir das relativ zerrottete schon oder verrottete mit dem Silo so ein bisschen mischen. Aber so sieht das ganz gut aus, gefällt mir. Dass das kleine Häufchen hier ein ganzer Streuer ist, das denkt man auch nicht. So, den Rest kann ich hier nochmal ein bisschen aufschieben, dass es nicht ganz so weitläufig hier ist. Und dann gefällt mir das eigentlich. Alles schön gemischt hier. Finde ich gut. Mal gucken, wie das nach einem halben Jahr hier aussieht.
das läuft da. Das gefällt mir mal ganz gut, muss ich sagen. Innen drin ist wirklich schon was dabei, was man jetzt auch so verstreuen hätte können. Aber halt, worum es mir primär geht, ist halt dieses ganze langfaserige Heu, was da oben drauf ist. Das wollte ich jetzt nicht ganz so gerne in den Stapeln schmeißen. Ja, vielleicht wenn man es so liegen gelassen hätte, wäre es auch gegangen, wenn das im Frühjahr nächsten Jahr rausgegangen wäre. Aber ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen Angst, so langes Zeug da irgendwie aufs Grünland zu streuen. Wobei, wenn man so ein bisschen ein paar Vlogs aus Amerika sei schon, aus Irland und so sieht, da streuen die auch total viel Mist, richtig Grünland. Die haben ja auch viel Grünland und die kennen sich da ja wirklich mit aus. Vielleicht muss man noch ein bisschen weniger Angst haben. Das funktioniert sonst auch eigentlich ganz gut. Aber ja, wir setzen das einmal um. Mal gucken, wie das dann aussieht. Das ist natürlich jetzt doppelte Kosten, weil du das zweimal aufladen musst, zweimal streuen. Das ist halt so. Aber ich wollte es gerne einmal ausprobieren. Vielleicht ist es doch totale Humbug. Man macht das nächstes Jahr nicht wieder. Aber man muss ja ein paar Sachen mal ausprobieren. Das ist so, dann kann man auch reden und weiß dann, was gut ist und was nicht sein muss. So, willkommen zurück. Nächster Morgen. Es hat noch ein wenig Regen gegeben gestern Abend. Ja, was sind das? 27 Liter? Ja, 27 ungefähr. Gut, dass wir gestern noch Mist gestreut haben vor dem großen Regen. Also da kam ja schon ein bisschen, aber gegen Abend kam so ein richtig riesen Gewitter. Ja. Das ist auf jeden Fall, das ist, denke ich, alles gut in den Stoppeln reingewaschen danach. Ich hole jetzt mal eben Ballen, dass wir die Rinder füttern. Und ja, Pferde kommen dann auch gleich, die meckern schon, hatten schon was, aber kommt gleich dann auf der Weide. Und den umgesetzten Misthaufen wollte ich gleich nochmal eben zeigen, das habe ich gestern nämlich ganz vergessen. Das mache ich jetzt nochmal eben. Ja, so sieht das ganze Geschehen hier jetzt aus. Wie ich finde, eigentlich ganz gut durchgemischt. Hier zum letzten Ende hin war ein bisschen mehr Stroh bzw. Binsen als Mister mit drin, aber ja, ansonsten ganz gut durchgemischt. Ich habe hier immer eben eine Zange rausgekniffen, weil ich das so ein bisschen da oben noch mit hinschmeiß, dass sie ein bisschen kürzer wird die Mitte. Aber hier kann man jetzt schon richtig merken, wie heiß das hier drin wird. Das ist auch gar nicht schlecht, dass jetzt ein bisschen Feuchtigkeit dazugekommen ist. Dann frottet das auch noch mal ein bisschen besser. Aber das ist jetzt richtig, kann es gerade so anfassen. So soll es ja auch sein eigentlich, dass die restlichen Samen, die noch mit drin sind, durch die Hitze dann absterben und nicht mehr keimen können nachher, wenn wir das ausstreuen wollen, damit wir halt nicht den, die Binsensamen wieder verstreuen, im schlimmsten Fall, sondern halt nur wirklich Nährstoffe ausbringen. Genau, das hat mir von daher eigentlich ganz gut gefallen, hat gut geklappt mit den Jungs. Und dann gucken wir mal, wie das ganze Geschehen sich hier entwickelt. Ob man das nochmal macht oder ob das totaler Humbug ist, habe ich erzählt. Gut, das schiebe ich nochmal eben ganz bisschen auf und dann nehme ich von der Miete den Ballen da eben mit. Dann können wir die Kühe mal einstellen. Und normalerweise wollte ich dann hier noch einmal Gras nachschlitzen. Muss mal gucken, ob ich da heute zu komme. Können uns gleich auch nochmal eben die Stoppeln angucken, wie der Mist da jetzt reingeregnet ist. Und den Anhänger hier danach nochmal eben bergen. Ich hatte hier eine Tour Mist hingefahren. Und dann ist leider das Seil abgerissen. Eigentlich ist ja immer so ein Seil, wo der den Kasten mit festhält. Und dann ist er leider ein bisschen zu weit rüber geschlagen, sodass er aus eigener Kraft nicht mehr zurückkam. Und mit der Hand habe ich den auch nicht rübergekippt gekriegt. Deswegen müssen wir jetzt mit einem Träger hier mal her, weil der Hydraulikanschluss halt dann angeschlossen werden muss auf Schwimmstellung. Und dann mit Weidemann und Schaufel mal eben zurückkippen. Das ging letztes Mal alleine nicht. Und sonst hatten wir keine Zeit, dass ich hier zu zweit hinkomme. Deswegen steht er da leider noch. Aber der soll ja auf jeden Fall da auch mit weg. Ja, mal eben gucken, wie das hier nach dem Regen aussieht. Aber das sieht doch wirklich gut aus. Ganz bisschen liegt noch oben drauf, aber wirklich nicht viel. Das ist echt alles schon schön eingeregnet. Also bis zum Frühjahr ist das auf jeden Fall weg. Da mache ich mir gar keinen Gedanken. Hier sieht man schon gar nichts mehr. Das hat gut geklappt. Im Frühjahr kommt ja noch wieder eine kleine Ladung mit drauf. Und dann läuft das schon. Naja, dann wollen wir Kühe füttern. Ballen habe ich eben schon mitgenommen. Das ist jetzt der zweite Schnitt, den wir letzt erst gepresst haben. Eigentlich müsste der noch eine Woche oder zwei liegen. Allerdings wollte ich, wann war das? Vorgestern oder so.
Ich glaube, das war nur der Ballen. Oben einmal raufstapeln, der ist mir leider runtergefallen und dann habe ich da ein Loch reingekriegt. Ja, und zum nur zukleben war es doch irgendwie zu groß und einmal durch den Wickler, weil auch alles blöd für einen Ballen. Deswegen verfüttern wir den jetzt mal eben. Vor allem, weil gestern auch so ein bisschen Wasser da halt oben schon reingelaufen ist. Also ist noch nicht warm und nix, aber halt ein bisschen feucht oben drin. Deswegen verfüttern wir den mal eben schnell. Ja, man sieht ja schon, ist gut ansiliert schon. Riecht auch super. Und ich denke mal, den werden sie gut fressen. Deswegen kriegen sie den jetzt eben. Und dann gucken wir mal, wie sie dabei gehen. Die Mädels warten nämlich schon. So, geht los. So, schon gegen Abend. Im Moment ist irgendwie ganz komisches Licht und ja, so ein bisschen windig, als wenn das gleich Regen geben will. Aber auf dem Regenradar ist eigentlich nichts angekündigt. Naja, wir werden sehen. So, mal eben gucken. Hühner sitzen anscheinend schon alle auf der Stange. Wenn das so ist, können wir hier auch gleich zumachen. Hier noch irgendwie einer. Nö, da sind scheinbar wirklich schon alle drin. Das ist ja easy. Die wollen wir morgen eben einmal ausmisten und dann so eine, ja, ich sag mal salopp, so eine Rauchgranate da drin zünden, natürlich, wenn die Hühner draußen sind. Weil wir heute gesehen haben, dass da so ein bisschen rote Vogelmilbe mit drin sitzt unter der Stange. Beziehungsweise so eine Legernester und so. Und die wollen wir damit dann einmal wegkriegen. So, hier noch einmal Fenster zu, dass heute Nacht auch keiner hier reinkommt. Das wollen wir dann morgen mal eben einmal machen. Ja, Kühe sind fertig soweit. Und ich habe eben noch was aus dem Kartoffelhaus geholt. Das kann ich gleich mal eben zeigen. Und sonst mal eben eine kleine 6-11er Geschichte noch weiter erzählen. Thema 6-11er. Ja, er ist leider immer noch nicht auf dem Hof. Und zwar muss der TÜV-Prüfer, oder die Reifen müssen neu eingetragen werden, weil die ja größer sind. Wollte der TÜV-Prüfer ja eigentlich fertig machen, dass wir den anmelden können. Hat er bis jetzt noch nicht gemacht, weil er bis jetzt noch die Fahrgestellnummer braucht. So, und die Fahrgestellnummer, wo sitzt sie? Natürlich unter der Frontlader-Konsole, die ich noch nicht abgebaut habe. Die rechte habe ich ja dran gelassen, ging beim Motorfertigmachen alles gut, die hätte ich nicht abhaben müssen. Nur jetzt musste leider ab, weil die olle Nummer dahinter steht. So, haben wir gesagt, ja, können wir eben hier machen. Brauche ja nicht in der Werkstatt die paar Schrauben da, das Geld können wir sparen. Holen wir eben her. Ja, aber das geht nicht, beziehungsweise würde gehen, aber der TÜV-Prüfer muss das Foto dann wieder selber machen. Das dürfen wir nicht selber abfotografieren, dahin schicken. Ja, kann man irgendwo verstehen, dann kannst du alles da abfotografieren, aber ja, jetzt ist er immer noch in der Werkstatt, dann ja, sollen die da eben die Konsole abroppen und ein kleines Foto machen und dann wieder ranbasteln. Ärgerlich, aber na gut, ist so. Aber dann hat sie das hoffentlich und dann können wir endlich zur Zulassungsstelle. Einige meinten ja, die warten Wochen auf Zulassung oder Termine für Zulassungsstelle. Bei uns geht's eigentlich. Einen hatten wir jetzt schon, den mussten wir ja leider verfallen lassen wegen der Sache jetzt da. Aber ansonsten kriegt man eigentlich, ich sag mal, innerhalb von einer halben bis eine Woche meistens einen Termin. Das geht eigentlich relativ gut. Ja, im Kartoffelhaus habe ich noch was gefunden und zwar diese beiden leckeren Sachen. Standen da, ich kann mal eben schnell den dazugehörigen Brief vorlesen. Hallo Lukas, deine Videos sind top. Wir kommen ganz aus Friesland, Aurich. Lass es dir schmecken. Liebe Grüße Linus, Keno und Marco, da vorgelesen werden. Vielen Dank dafür. Das lasse ich mir heute Abend mal zum Abendbrot ein Bierchen schmecken. Grevensteiner. Ja, da ist der Biervorrat auf jeden Fall wieder aufgefüllt. Vielen Dank dafür. Ich mache jetzt nochmal eben eine kleine Hofrunde, eben alle Türen zu und so. Beziehungsweise ich kann euch nochmal eben schnell Halle zeigen. Da haben wir heute schon angefangen, ein bisschen auszuräumen. Deswegen stehen die Ballen hier auch noch. Ich gucke gerade so in den Himmel, wenn es Regen geben will, dann fahre ich die doch nochmal eben lieber rein, bevor die Regen kriegen. Das muss nicht sein, auch wenn nichts angekündigt ist. Achso. Ja, habe ich Mähwerk gerade hinter angebaut. Das soll ja verkauft werden, beziehungsweise ist wahrscheinlich schon verkauft. Das stand da ja noch beim Waschen, das habe ich mit dem eben weggeholt. So, und die Halle machen wir gerade frei. Hier stehen noch ein paar Rundballen drin, die wir eben so hier reingeschmissen haben, als wir bei der Ernte waren, dass sie erstmal trocken sind. Aber die sollen natürlich raus. Und zwar, weil die Bühne hier ausgelagert wird, beziehungsweise die ist hier ja drin. Den Stellplatz haben wir vermietet. Oder besser gesagt, jetzt hatten wir vermietet. Wir haben den Vertrag nämlich gekündigt, dass sie hier rauskommt, dass wir noch ein bisschen mehr Platz gewinnen. Und die wird, ich glaube Samstag, also übermorgen, genau, morgen ist Freitag, ja übermorgen dann
rausgeholt, deswegen müssen wir eben die Ballen hier alle raus und dann wird die hier abgebaut. Und dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz, dass die Presse hier mit rein kann, schön in der Ecke und so. Denn das ist, ja, was macht das so, ein 1,5 Meter bestimmt auch, was da dann an Platz gewonnen wird. Deswegen kommt die jetzt hier raus, dass wir unsere Sachen hier besser verstauen können. Ja, und dafür müssen halt die paar Ballen hier noch eben raus. Ganz viele sind es nicht mehr, da habe ich jetzt auch schon Platz für. Die kommen jetzt im Boxenlaufstall da auf die eine Fläche, wo vorher die Liegeboxen waren. Da rollen wir die alle nach und nach hin und dann haben wir alles gut verpackt. So, ich glaube fast, dass wir heute mal einen etwas kürzeren Vlog machen. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss, dass meine GoPro das alles nicht so aufnimmt oder da irgendwie was schief läuft, weil ja hinten der Display kaputt ist und ich nichts richtig sehen kann. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal einen Cut und dann den nächsten Vlog wird wieder ein bisschen länger. Deswegen sage ich danke fürs Zusehen, guck gerne in den nächsten Vlog wieder mit rein und dann sehen wir uns frisch und munter im nächsten Video. Bis dahin, ciao.